Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Bevor ich anfange, es ist ein Vortrag über Incels. Wer so ein bisschen Ahnung hat, was die sind, nämlich eine Subkultur, die sich eigentlich größtenteils über Frauenhass definiert, kann sich denken, dass es halt stellenweise nicht so schön zugehen wird und ich ein paar ziemlich eklige Sachen thematisiere. Consider this your first content warning. Es folgen noch zwei. Das erste Mal begegneten mir Incels im Mai 2014, als Elliot Roger auf dem Campus der Santa Barbara University in Kalifornien 6 Menschen erschoss und 13 weitere verletzte. Roger hinterließ ein Manifest, in dem er seine Taten als Endlösung bezeichnete. Er wollte vernichtende Rache üben an allen Frauen, die sich mir verweigert und mir Liebe und Sex entzogen haben. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt schon etwas länger mit gekränkter Männlichkeit und ihrer konkreten Auswirkung auf Frauen befasst. Es ist nun einmal so, dass es nicht selten in frauenfeindlicher Gewalt mündet, wenn ein Mann durch eine Frau narzisstische Kränkung erfährt. Dass ein Mann jedoch explizit plant, die Studentinnen einer populären Sorority aufzusuchen und diese zu ermorden, weil sie es wagen, mit schwarzen Männern zu schlafen, anstatt mit ihm, und ein über 100 Seiten langes und detailliertes Manifest hinterlässt, in dem er akribisch seine Sozialisation von frühester Kindheit an aufarbeitet und in seiner kompletten Biografie Gründe nennt, wieso sein eliminatorischer Frauenhass ein legitimer Akt der Wiedergutmachung dafür sei, halt noch keinen weggesteckt zu haben, das war irgendwie neu. Ich rutsch mal nach hier, dann wende ich der Seite nicht so den Rücken zu. Um 2016 herum begann ich mich dann intensiver mit dem Verhältnis von Männlichkeit und Rechtspopulismus, später mit der Geschlechterideologie der Alt-Right-Bewegung zu befassen. Dieser Vortrag hier kann auch als zweiter Teil meines Vortrages Of Frogs and Men, in dem ich die Geschlechtervorstellungen von Alt-Right und Manosphere analysiere, gesehen werden. Ich begann mich durch Imageboards wie 4chan zu lesen und stieß schließlich auch vermehrt auf Postings frustrierter junger Männer, die sich selber als Incels bezeichneten. Hört man, also passt das eigentlich so von der Lautstärke her oder gut? Incel ist die Kurzform für Involuntary Celibate, also unfreiwillig im Zölibat Lebende. Diese jungen Männer sind der Ansicht, Frauen würden ihnen den Sex schuldig sein, aber eben verwehren, weil Frauen alles oberflächliche Schlampen und Incels aufgrund einer biologischen Determinierung schlicht zu hässlich seien, um von den als Femoids dehumanisierten Frauen überhaupt beachtet zu werden. Die sind nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, den ganzen Tag das Schwanzkarussell zu reiten und mit als Chad bezeichneten Supertypen zu schlafen, die dem jungfräulichen Inseln natürlich in jeder Hinsicht überlegen sind. Hier ist so dieses Meme, das kennt vielleicht der eine oder der andere. Hier hat man so links den jungfräulichen Insel. Und dann hat man rechts so den Chad mit so seinen Muskeln und seinem riesigen Penis und seinen Händen, die immer bereit sind, Pussy zu graben und seinem Muss und seinem kantigen Kiefer. Und naja, Chad eben super muskulös, Incel voll der Lauch. Und da gibt es halt nur eine Möglichkeit des Umgangs. Sich in der Echokammer von Online-Foren zusammenrotten und sich gegenseitig bestätigen, wie schlimm Weiber doch seien und wie schlecht man es doch hat als armer, einsamer Insel, der wegen seiner zum Beispiel zu schmalen Handgelenke, das nennt man dann Wrist-Cell, niemals außerhalb von Pornos je eine Vulva zu Gesicht bekommen wird. Und man ergießt sich in frauenfeindlichen Hassfantasien, denn schließlich sind es diese Schlampen, die Schuld tragen an dem eigenen Leid. Ignoriert wird, dass das eigene Anspruchsdenken, jemand würde einem Sex schulden, oder auch der Frauenhass, der Rassismus und der Antisemitismus, dem Incels nur zu gerne frönen, vielleicht nicht unbedingt jene Wesenszüge sind, nach denen Frauen suchen. Stattdessen ergießt man sich in opferkultische Verschwörungsdenken, Misogynie und Selbstmitleid. Also ich will nochmal auf dieses hier verweisen, dass mein Vortrag eigentlich relativ gut zusammenfasst. Doch ich greife voraus. Ich werde in diesem Vortrag die Entwicklung der Insel-Subkultur aufzeigen, ihre Memes, Sprache und Codes erklären und aufdecken, welche Ideologie dahinter steckt. Ich werde darlegen, warum Incels als Teil der Alt-Right begriffen werden müssen und anhand von Klaus Teweleits Thesen zur Protodiakrise versuchen, eine sozialpsychologische Annäherung zu leisten. Abschließend werde ich vor allem anhand der Thesen des Geschlechterforschers Rolf Pohl begründen, warum Incels eben keine schwarzen Schafe und Einzeltäter sind, sondern nur die Spitze des Eisberges einer Gesellschaft, in der die Abwertung, Erniedrigung und Vernichtung des Weiblichen an der Tagesordnung ist.
Was also bedeutet Beta-Buxing? Was ist der Unterschied zwischen Stacys und Beckys? Inwieweit wirkt sich die Form der Augenwinkel oder der Umfang des Handgelenks auf den Dating-Erfolg aus? Und für was zur Hölle stehen Akronyme wie LDAR und AWOLD? Dieser Vortrag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wird diese drängenden Fragen unserer Zeit beantworten, das Licht der Aufklärung in die finstere Höhle der wohl toxischsten aller Subkulturen bringen und euch hoffentlich alles erklären, was es über Incels zu wissen gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich. Ich beschäftige mich mehr mit diesen Leuten, als es irgendjemand tun sollte. Aber irgendjemand muss es ja tun. Bevor wir anfangen, Content Warnung Nummer 2. Wer zu einem Vortrag geht, der von Männern handelt, für die Frauenhass das identitätsstiftende Merkmal ist und die zum festen Teil der Alt-Right-Zell, wird sich bewusst sein, dass ich in der kommenden Stunde ziemlich beschissene Themen behandeln werde. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem darauf hinweisen, dass in dem Vortrag sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder thematisiert wird, außerdem Mord und dann behandle ich neben der den Incels innewohnenden Misogynie, ihren Antisemitismus, Rassismus, ihre Homo- und ihre Transfeindlichkeit. So, und jetzt viel Spaß mit meiner Einführung in die wohl toxischste Subkultur unserer Zeit. So muss ich mich noch vorbereiten. Es ist nichts anderes als eine bittere Ironie der Geschichte, dass der Begriff Incel von einer queeren Frau eingeführt worden ist. Alana, die ihren Nachnamen anonym belassen möchte, erstellte 1998 die Selbsthilfeseite Alanas Involuntary Celibate Project, auf der sie ihre Sorgen und Ängste thematisierte, dass sie sich ungeliebt fühlte und unfähig, eine Partnerin zu finden. Eines ihrer Postings endete mit: "My greatest struggle has been to learn to tell the truth about what I see and how I feel. I could not start dating until I could tell myself the truth. That I wanted a partner and that I was a likable and attractive person. Then I had to take risks and tell other people the truth. I felt attracted to them. Now that I can recognize and tell people my feelings, I have much more control over my life and my future. If you are thinking that you will never have a partner, even though you want one, I hope my story has shown that it is possible. On the other hand, maybe you too have overcome difficulties with starting relationships. The more we share with each other, the more we can help each other." Das ist meilenweit entfernt von dem weinerlichen und anklagenden Tenor, der heute auf Incelforen herrscht. Die Seite war aus Austausch und Reflexion angelegt und bot Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung eine Plattform. Es ging darum, den Incel-Status durch die Erkenntnis, dass man eben doch liebenswert sei, zu überwinden und dass diese Phase eben kein die komplette Identität und das komplette Leben bestimmte Merkmal ist. Des Weiteren wurde an Hilfsorganisationen für Menschen mit Depressionen oder Sozialängsten verwiesen und Tipps gepostet, wie man die eigenen Probleme angehen könnte. Es gab sogar eine Hochzeit zwischen zwei Menschen, die sich auf der Seite kennengelernt hatten. Doch Alana sah sich nach einiger Zeit genötigt, ihr Projekt zu verlassen, weil das Ganze zu toxisch wurde. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt gründete sich die Seite org.support.shyness, auf denen sich ebenfalls User in langen und überlegten Postings austauschen konnten. Zwar wurde auch damals schon verbitterte Misogynie geäußert, dies war jedoch eher die Ausnahme als die Regel. Auch die 2004 unter dem Namen Incel Site und später in Incel Support umbenannte Seite war auf Selbsthilfe und manchmal halt auch so neoliberal anmutende Selbstoptimierung ausgelegt. Sie wurde relativ streng moderiert und auch von Frauen oder Queers genutzt. Des Weiteren postulierte Incel Support sogenannte 7 Todsünden, denen die UserInnen sich verweigern sollten, um ihrem unfreiwilligen Zölibat entfliehen zu können. Apathie, Ausflüchte und Rechtfertigungen, Überanalysieren des eigenen Elends, Naivität, Angst, Wut und Scham. Die Antwort auf eine Umfrage, wieso man Incel sei, waren in äußeren Umständen wie Stress, Einsamkeit, schlechte Erfahrungen verortet, nicht jedoch wie heute in alle Frauen sind böse. Hier sieht man das, also meisten waren so Disencouragement from past experiences oder geringes Selbstbewusstsein. Hier haben wir noch Primary Incel, das ist schon Leute, die sich halt tatsächlich so mit diesem Incel-Ding identifizieren und dann nicht mehr raus können. Das macht 10% von dieser Umfrage aus. Wie man sieht, sind halt so Sachen, also ist halt schon die Erkenntnis, ich habe ein geringes Selbstbewusstsein, also das Problem wird halt nicht im Äußeren verortet, also in bösen Frauen. Der Beginn der Incel-Subkultur, wie wir sie heute kennen und die bereits mehreren Menschen das Leben gekostet hat, lässt sich, who would have
Gast in Imageboards wie 4chan verorten. Der Habitus und die Diskussionskultur der Chanboards ist, wie es die Kulturwissenschaftlerin Angela Nagel in ihrem Buch Kill All Normies beschreibt, auf Moral Transgression angelegt, also moralische Grenzüberschreitung. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit jeder Art wird hier zu einem vermeintlich ironischen Witz, um Normies zu triggern, also all jene, die sich nicht in dieser eigenwilligen Online-Sphäre verorten. Permanent wird dann mit Antisemitismus, Rassismus, LGBTQ-Feindlichkeit und Misogynie kokettiert und jegliche Kritik damit abgewehrt, dass man halt das Recht auf Free Speech hätte und dass sich alles um so einen nihilistischen Witz handeln würde. Der Ton ist von Zynismus und Abwertung geprägt, man bezeichnet sich gegenseitig gerne mal als Faggot, das zur Schaustellen emotionaler Verwundbarkeit wird mit Hohn sanktioniert. Andererseits ist 4chan halt auch der Ursprungsort von zahlreichen Memes und selbstironischen Textpostings, die halt auch inzwischen so einen Meme-Copypasta-Status haben. Was als Online-Spielplatz für 15-jährige Edgelords oder Männer, die nie über ein Dasein als 15-jährige Edgelords sich hinaus entwickelt hatten, begann, wurde jedoch über die Jahre hinweg zunehmend toxisch und gefährlicher. 4chan-User bildeten das Fußvolk der misogynen Gamergate-Kampagne oder von Donald Trumps Online-Armada. Dann gibt es noch die deutschen Chan-Ableger Program und Crowdchan, oder nee, Coolchan heißt das inzwischen, die ihren internationalen Äquivalenten in Sachen Ekelhaftigkeit und Nazi-Scheiß um nicht wirklich irgendwas nachstehen. Außerdem gibt es ein deutsches Selbsthilfeforum für Alleinstehende und Personen, die Probleme damit haben, eine Beziehung zu führen. Absolute Beginner, aber das ist halt nicht so ein Incel-Forum, sondern der Fokus ist halt auch eher so auf Selbsthilfe angelegt. Dass die Seite Incel Support vehement gegen Misogynie anmoderierte, passte einigen Usern nicht. Sie fanden ihre Alternative dann in dem Forum Love Shine, das sich eher an dem Habitus der Chanboards, also vor allem dem Chanboard R9K, orientierte. Loveshire wurde zum Hafen jener frustrierten jungen Männer, den Insel-Support schlicht zu viel Wert auf Selbstkritik legte und die dann lieber Frauen die Schuld in die Schuhe schieben wollten. Loveshire zeichnete sich durch eine Misogynie aus, die selbst 4chan in den Schatten stellte und wurde zu einem Forum, in dem Pickup-Artists prospektive Teilnehmer für ihre Seminare rekurrierten. In dem Loveshire-Forum wurden dann auch erstmals die Gedanken formuliert, die heute für die Insel-Szene super wichtig sind, nämlich, dass man durch das eigene Aussehen maßgeblich für den Erfolg beim Dating oder halt auch das Ausbleiben dieses Erfolges für immer determiniert wäre. Ein zu wenig ausgeprägter Kiefer, ein zu schmales Handgelenk, zack, Tor zur erfüllten Sexualität, Tor zur Damenwelt für immer verschlossen. Zu diesem Gedanken trug auch maßgeblich die Seite Pickup Artist Hate bei, ein Forum für jene Männer, die trotz der Tausende von Dollar, die sie in den Seminaren von sich als Verfügungskünstler bezeichneten Vergewaltigern gelassen hatten, halt immer noch keinen Erfolg bei Frauen hatten und in dem sich auch Elliot Roger radikalisierte. Anstatt irgendwie doch zu dem irgendwie naheliegenden Schluss zu kommen, dass diese Pickup-Artist-Techniken vielleicht doch nicht unbedingt das sind, womit man Frauen von sich überzeugen kann, suchte man halt dann halt die Schuld im eigenen Aussehen, als auch eben all den oberflächlichen Weibern, die eben niemals mit einem Mann schlafen würden, der nicht aussieht wie Chris Hemsworth. Es ist bezeichnend, dass das Forum sich selber später in Slut-Hate umbenannt hat. Es ist zwingend notwendig, sich 4chan und seinen wesentlich radikaleren Ableger 8chan, auf dem unter anderem die Attentäter von Christchurch, Poway oder El Paso sich herumtrieben und ihre mit Insider-Anspielungen und Memes gespickten Manifeste veröffentlichten, als Propaganda- und Rekrutierungsinstrument des rechten Terrors im Auge zu behalten. Es ist ja auch bezeichnet, dass Cloudflare, also der Anbieter, auf dem 8chan gehostet wurde, seit inzwischen runtergenommen hat. Auch wenn Elliot Roger der erste bekannte Incel-Attentäter ist, gibt es zahlreiche Incels avant la lettre. Männer, die Frauen kollektiv bestraft haben, weil sie sich in ihrer Männlichkeit gekränkt gefühlt hatten. Hier ein paar Beispiele. Marc Lepin, der 1989 im Polytechnischen Institut von Montreal 14 Frauen in einem explizit antifeministischen Angriff ermordete. Er hinterließ einen Brief, in dem er behauptete, Feministinnen hätten sein Leben ruiniert und forderte, dass seine Tat als politischer Akt begriffen werden müsste. 1998 erschoss ein gerade erst 13 Jahre alter Junge, 4 Mädchen und eine Lehrkraft, nachdem er von seiner Freundin verlassen worden war. 2008 ermordete George Sordini, der in Inselkreisen als der Vorläufer von Elliot Roger verehrt wird, 3 Frauen in einem Yogastudio in Pittsburgh. Einige Monate zuvor hatte er auf seinem Blog darüber lamentiert, dass Frauen ihn nicht begehrenswert finden würden.
Auch Tim Kretschmer, der Amokläufer von Winnenden, attackierte gezielt Schülerinnen und weibliche Lehrkräfte. Und wie gesagt, das ist nur eine Auswahl. Größere Bekanntheit erlangten Incels durch den bereits erwähnten und in der Community als Heiligen und Helden verehrten Elliot Roger, St. Elliot nennt man ihn dann, oder Supreme Gentleman Elliot Roger, den Kanadier Alec Manassian, der im April 2018 mit einem Auto in eine Menschenmenge fuhr und 10 Menschen tötete. Zuvor postete er auf Facebook, The Incel Rebellion has begun. The Incel Rebellion has begun. Im Februar 2018 ermordete Nicolas Cruz 17 MitschülerInnen, nachdem seine Ex-Freundin begann, mit einem anderen Jungen auszugehen. 9 Monate später drang Scott P. Beierle in ein Yoga-Studio in Florida ein und erschoss 2 Frauen und anschließend sich selbst. Auch Beierle suchte regelmäßig misogyne Online-Foren auf und ließ seinem Frauenhass freien Lauf. Außerdem, das war im Juni diesen Jahres, drang ein junger Mann in das Gerichtsgebäude in Dallas, Texas ein und schoss um sich. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber auch der trieb sich halt auf so Insel-Foren rum. Und dann gab es noch, das war im Juli oder August, den Mord an Bianca Devon, einer Influencerin, die von einem Freund, der halt auch wütend war, dass Devon dann mit dem er zusammen auf ein Konzert gegangen ist, halt mit einem anderen Jungen zusammen war und der sie dann umgebracht hat, ihre Leiche, also Fotos der Tat auf Instagram veröffentlicht hat und sich anschließend selbst erstochen. Und der betrieb eine Seite namens Darkcell Gaming. Und halt auch sein kompletter Habitus lässt darauf schließen, dass er sich halt in dieser Sphäre verortet hat. Die Bilder von Devons Leiche wurden dann auch auf Inselforen herumgereicht und als Live-Fuel bezeichnet, also etwas, was einem selbst Freude gibt. Ja, super coole Leute. Incels sind Teil der Manosphere und somit der Alt-Right. Deshalb kommen wir nicht umhin, uns kurz damit zu befassen, was die Manosphere, also eine maskulinistische Online-Community, so auszeichnet. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt mir. Folgt mir in die unendlichen Weiten des Internets, in die noch nie jemand einen Fuß gewagt hat, der kein komplett verkorkster Frauenfeind ist, oder zu jenen bemitleidenswerten Menschen gehört, die sich zur Aufgabe gemacht haben, über diese komplett verkorksten Frauenfeinde aufzuklären. Also mich. Unter dem Begriff der Manosphere lässt sich ein Netzwerk aus Männerrechtsgruppen zusammenfassen, die in der Regel der sogenannten Red Pill-Ideologie anhängen und unter die beispielsweise Pickup Artists, Man Gang Down Way, also MGTOWs, die NoFap-Bewegung oder die neofaschistischen Proud Boys, als auch Incels fallen. Deutsche Beispiele für die Manosphere sind zum Beispiel der Blog Wikimania, Mann in Caps Lock, damit man weiß, worum es geht, oder charmante junge Männer wie Hagen Grell. Vielleicht kennt ihr Hagen Grell noch von jedem YouTube-Video, das ihn von 0 auf 100 in die Berühmtheit katapultiert hat. Grell steht im weißen Feingrip-Unterhemd vor der Kamera und erklärt den, Zitat, deutschen Frauen, Mädchen und Damen, dass sie es doch mal gut sein lassen sollten mit dem ihre Männer verweichlichten Feminismus, denn dann könnten Männer wieder zu jenen starken Helden und Kriegern werden. Wollt ihr Kätzchen oder wollt ihr Tiger, fragt er dann, die fähig sind, das deutsche Weib vor den Schmiergriffeln des eindringenden Musulmanen zu verteidigen. Doch, ich greife schon wieder voraus. Der Begriff Red Pill stammt aus dem Film The Matrix, ein Film, der von 2 Transfrauen gemacht wurde und inzwischen auch haben verlautbaren lassen, dass der Film als Metapher auf eine Transition gelesen werden kann. Dies wird von den konsequent transfeindlichen Red Pillern natürlich geflissentlich ignoriert, wie so viele andere Dinge, die nicht in ihr weirdes maskulinistisches Weltbild passen. In Matrix, ihr wisst das wahrscheinlich alle, aber ich sag's trotzdem, wird dem Protagonisten eine rote und eine blaue Pille angeboten, schluckt er dann die rote, lüftet er den Schleier der Verblendung, der um die Welt liegt. Vertreter dieser Ideologie sehen sich als Erleuchtete, die mit dem Fluch der Erkenntnis gesegnet sind und die Welt, der Erkenntnis gesegnet sind, die Welt ohne die verzerrte Wahrnehmung einer omnipräsenten kulturmarxistischen Propaganda, die uns alle zu Normis zurichtet, wahrzunehmen. Eben als feministische Dystopie, die vom Cultural Marxism beherrscht wird. Obviously. Die Ideologie von Red Pillern, die halt den fester Bestandteil der Alt-Right-Bewegung sind, besteht halt aus antifeministischen und antisemitischen Wahngebilden. Diese Betroffenheitsmaskulinisten sehen sich als Opfer von Frauen, Feminismus generell, eine Gesellschaft, in der sie aufgrund ihres Geschlechtes schon von Anfang an den Kürzel gezogen haben. Artikuliert sich dann in weinerlichen Memes wie diesen hier, man sieht, wie viel schlechter es der Mann hat, hängt das Damoklesschwert des Todes über den Kopf, er muss viel mehr arbeiten,
Man erwartet irgendwie mehr von ihm und seine Work-Life-Balance ist voll schlecht. Frauen hingegen werden von so Sachen wie Political Correctness und Antidiskriminierungsregeln nach oben geschubst, haben alles super einfach und generell geht es Frauen viel besser. Sachen wie systematische sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, lol, alles feministische Propaganda. Die Anhänger der Red Pill-Ideologie stecken bis zum Hals in einem opferkultischen und pathologischen Verschwörungsdenken. Denn anders als es Statistiken, eine objektive Analyse der historischen Entwicklung der westlichen Welt, die tägliche Erfahrung von Frauen oder der gesunde Menschenverstand suggeriert, leben wir nicht in einem patriarchal strukturierten Kapitalismus. Nein, wir leben in einer Femokratie, in der Frauen, Homosexuelle und die Juden hinter dem kulturellen Marxismus schon längst das Ruder in der Hand haben und der weiße, heterosexuelle Cis-Mann der große Verleger unserer Zeit ist. Das Weib hat es nämlich auf den Mann an sich abgesehen, indem sie ihm falsche Vergewaltigungsanschuldigungen an den Hals hängt, wer kennt das nicht, sich während der Ehe und nach der Scheidung wie ein Blutegel am Vermögen und der Liebe ihres Ehemannes, den er wird als Better-Kack bezeichnet, da gehe ich auch nachher noch drauf ein, wird und ziert, und während sie natürlich nichts Besseres zu tun hat, als hinter seinem Rücken den Poolball zu vögeln, und generell haben Männer es halt wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Gerade der Begriff Kack ist bezeichnend für die Ideologie dieser Männer. Traditionell bezeichnet der Kack einen Mann, der von seiner Frau betrogen wird. Also deutsche Übersetzung wäre das schöne alte Wort Hahnrei. Hahnrei. Das ist ein sehr altes Wort, ja. Oder auch der gehörnte Ehemann. Allerdings ist er inzwischen zur gängigen Beleidigung geworden, mit der die Alt-Right dann ihre politischen Gegner diskreditiert. Seine Verwendung speist sich vor allem aus dem Fetisch des Cuckolding, bei dem ein Mann Erregung daran findet, dass seine Frau vor seinen Augen Geschlechtsverkehr mit anderen Männern hat. Naja, whatever floats your boat. Allerdings ist das in der Mainstream-Pornografie in der Regel super rassistisch aufgeladen. Eine weiße Frau wird von als triebhaft inszenierten schwarzen Männern penetriert, während der ebenfalls weiße Ehemann das fasziniert verfolgt. Kack sind dann also der Gedanke, nicht in der Lage, eine Frau sexuell zu befriedigen und demzufolge unmännlich. Zweitens sind sie servil und masochistisch, da impliziert wird, dass sie Gefallen daran fänden, der eigenen Partnerin beim Sex mit einem schwarzen Mann, der in der rassistischen Alt-Right-Ideologie natürlich minderwertig ist, zuzusehen. Und somit vergaten sie drittens aus ihrer eigenen Unzulänglichkeit heraus die weiße Rasse. Kack sind also schwache, unmännliche Verräter von Volk und Nation. Als Beispiele für das Leid der Männer wird dann herangezogen, dass mehr Männer als Frauen in Gefängnissen sitzen, dass es mehr obdachlose Männer als Frauen gibt oder Männer eher Opfer von Gewalttaten werden. Die Lebensrealität von Frauen und Mädchen wird jedoch gänzlich ausgeblendet. Dass es beispielsweise Männer sind, die Männern Gewalt tun. Oder dass für Frauen Obdachlosigkeit dann halt auch in der Regel mit massiver Bedrohung sexueller Gewalt einhergeht und Frauen dann halt auch häufiger mit einem missbräuchlichen Partner, mit dem sie sich eine Wohnung immer noch erscheint als die Obdachlosigkeit. Männer inszenieren sich als Opfer, um dem eigenen Tätersein nicht in die Augen schauen zu müssen. Gleichermaßen kann so auch die Notwendigkeit einer Rückkehr auf eine noch nicht von der Moderne zugerichtete ursprüngliche Männlichkeit postuliert werden. Wir müssen wieder starke Männer sein, um uns von diesen äußeren Zwängen, die uns zu Opfern machen, befreien zu können. Doch was sind diese äußeren Zwänge? Any guesses? Die Juden, wer sonst? Also, come on, das ist ziemlich obvious. Nur nennt man das Ganze halt inzwischen Cultural Marxism, aber der antisemitische Verschwörungsgedanke dahinter ist der gleiche wie schon vor hunderten Jahren. Genau. Was denken Menschen, die den Begriff Cultural Marxism benutzen? Also, hier haben wir Horkheimer und Adorno. Ah, Moment. Horkheimer sagt, oh Theodor, was machen wir eigentlich heute Nacht? Ah, das gleiche, was wir jede Nacht machen. Wir versuchen, die westliche Zivilisation zu zerstören. Das erste Mal drang der Begriff des Cultural Marxism ins öffentliche Bewusstsein, als das Manifest des Massenmörders und Rechtsterroristen Anders Breivik, den ich auch quasi als so das Vorbild des modernen Rechtsterrorismus des 21. Jahrhunderts sehen würde, publik wurde. Die Verschwörung hinter dem Cultural Marxism behauptet, dass die Vertreter der Frankfurter Schule sich ihr Wissen zu
zur Sozialpsychologie und Kulturindustrie zunutze gemacht hätten, um nach der Emigration in die USA die dortigen amerikanischen Werte von Freiheit, Apfelkuchen und der patriarchalen Kleinfamilie der 1950er Jahre zu zerstören. Ja, das glauben die wirklich. Die Mitglieder der Frankfurter Schule hätten also ihre zersetzenden Ideen an Universitäten und in Hollywood etabliert und somit dem Verfall der amerikanischen Gesellschaft Vorschub geleistet. Und ja, nach wie vor werden Medien und Universitäten von dieser Agenda gesteuert. Ein Gedanke, der zutiefst antisemitisch ist. Und das würde halt auch bedeuten, dass irgendwie die Frankfurter Schule an allen 8 Transformers-Teilen schuld sein würde. That's hard to believe. Genau, hier hat man halt auch noch mal so ein Bild von Max Horkheimer von der Seite des Folk Cultural Marx. Also hier sieht man so, hier so Hammer und Sichel mit so einem Buch kaputt gemacht, wo Horkheimer, ich glaube, seine Nase wurde auch so ein bisschen krümmer gefotoshoppt. Man hat ihm auch so diesen David-Stern auf die Stirn gepackt, damit so gar keine Zweifel aufkommen. Dann gesagt so, naja, die Revolution wird halt nicht mit Knacken passieren, sondern wir werden über Generation von Generation die Universitäten und Schulen und politischen Institutionen infiltrieren und das alles langsam in Marxist Entities langsam zur einer befreiten Gesellschaft kommen. Ich wünsche mir an solcher Stelle, dass diese Verschwörungstheoretiker halt recht hätten mit dem, was sie sagen. Des Weiteren ist der Cultural Marxism übrigens auch schuld an der Idee des weiblichen Orgasmus. Reminder that the female orgasm is a myth cultural Marxists created and spread through media to make women feel like their sexual satisfaction was important and encourage them to seize their sexuality by sleeping around to find the right partner, thereby destabilizing the traditional nuclear family. Danke, Cultural Marxism. Ich will auch auf den Poster unten hinweisen. If a female could orgasm, don't you think I'd have seen it by now? Also ich weiß nicht, ob das ein Trollding ist, aber das ist irgendwie so eine Anarcho-Kapitalisten-Seite, bei denen bin ich mir nie so sicher. Genug Witze. Back to topic. Ich will die Stimmung so ein bisschen auflockern, bevor es um systematische Gewalt gegen Frauen geht. Feminismus ist in den Augen der Red Pillar eine jüdische Verschwörung, um Frauen davon abzuhalten, ihre naturgegebene Rolle als Hausfrau und Mutter strammer zukünftiger Soldaten für die weiße Rasse zu erfüllen. Feminismus und mit ihm einhergehende Kämpfe von LGBTQs sind hier keine eigenständigen Bewegungen, sondern Teil eines größeren Plans, um was denn sonst die weiße Rasse zu vernichten. Dass Juden die Vernichtung von Weißen vorgeworfen wird, ist einem Antisemitismus klassisches Moment der pathischen Projektion. Im Laufe der Entstehung dieser pathischen Projektion werden die inneren Antagonismen ausgelagert und auf einen äußeren Feind projiziert, in diesem Falle Jüdinnen und Juden. Die Freudsche Psychoanalyse begreift die pathische Projektion als Verlagerung der unterdrückten Regungen des Ehes auf Objekte der Umwelt, um das Ich scheinbar davon lösen zu können. Kurz, man attestiert dem Juden den Wunsch nach der Vernichtung der Weißen, um die eigenen Vernichtungswünsche leugnen und auf das andere projizieren zu können, das anschließend umso vehementer verfolgt wird. Man sieht sich selber eines Opfers eines Genozides an den Weißen, der selbstverständlich nichts anderes ist als ein paranoides Wahngespinst. Juden und ihnen voran ganz besonders Georg Sorosch verführen in der Wahnwelt dieser Neurechten nicht nur die Weiber zum Feminismus und die Männer zur Schwulerei, sondern leiten auch Ströme von Flüchtlingen nach Europa und in die USA, auf dass diese sich dort vermehren und mit ihren Gören das Land übervölkern, während die weiße Frau sich lieber so geschlechtsfremden Anwandlungen wie einer Karriere widmet. Es kann nämlich unmöglich sein, dass Menschen vor Krieg, Hunger oder politischer Verfolgung Schutz suchen, sondern natürlich, um das Land zu übervölkern und sich auch an den weißen Frauen zu vergehen. Ein uralter rassistischer Mythos, der immer wieder neu aufgewärmt wird. Die Idee des großen Austausches ist treibendes Element der neuen Rechten. Sie wird von Donald Trump über die identitäre Bewegung bis hin zu Brandon Tarrant vertreten. Jenem Mann, der im März dieses Jahres bewaffnet in eine Moschee in Christchurch, Neuseeland eindrang und 50 Menschen muslimischen Glaubens ermordete. Und er hat dann dieses Manifest veröffentlicht, The Great Replacement, also der große Austausch. Die Geburtenrate von Muslimen, so seine Begründung, sei viel höher als die von Weißen, er müsse also seine Rasse retten. Die antisemitischen Attentate auf die Synagogen in Pittsburgh und Poway im Oktober 2018 und April 2019 waren ebenfalls eine gegen die jüdischen Mächte in dem großen Austausch gerichtete Racheaktion.
Der rassistische Hass auf den nicht weißen Mann ist natürlich pathologisch. Man neidet ihm eine vermeintliche Potenz, Triebhaftigkeit und Virilität, da sie Ausdruck jener ursprünglichen Männlichkeit seien, die man selbst vermeintlich verloren hat. Der weiße Mann hingegen kann nicht daran ankämpfen, dass sein Weib von den hyperpotenten Einwanderern missbraucht wird, da er durch den kulturellen Marxismus und die PC-Diktatur verweichlicht und entmannt wurde. So fallen halt gerade hier die Idee einer jüdischen Weltverschwörung, die antifeministische Forderung an Frauen, sich für das Volk wieder auf die Mutterrolle zu besinnen, der maskulinistische Wunsch nach traditioneller Männlichkeit und rassistische Zuschreibungen auf Man of Color zusammen. Und naja, dem lässt sich halt entkommen, indem man sich in der Manosphere organisiert. Da haben wir einerseits Pickup-Artists, die unter der Leitung des Vergewaltigungsbefürworters und Trump-Supporters Ghush Walizadi, obwohl der hat inzwischen irgendwie auf Pilzen so seinen Gott gefunden, zu Gott gefunden und ist jetzt voll der Christ geworden, sexuelle Interaktion als Game begreifen, dass es zu gewinnen gilt, indem man Frauen zu sexuellen Handlungen manipuliert und ihnen psychische und emotionale Gewalt antut, um sich halt wie ein richtiger Kerl zu fühlen. Oder die Man Gang Their Own Way, Männer, die glauben, dass Frauen sie in ihrer Selbstentwicklung oder Erkenntnis hemmen und sich lieber auf sich fokussieren sollten, indem sie Frauen verweigern und autark im Männerbund leben, natürlich jedoch total hetero. Das versuchen sie dann ganz praktisch zu erreichen, indem sie jeden Tag sich auf Reddit gegenseitig bestätigen, wie schlimm und toxisch Frauen denn noch seien. Dann haben wir die NoFap-Bewegung, die sich der Masturbation verweigert, da der Verlust von Sperma verweichlichen würde. Das wird dann auch von den Proud Boys Gavin McInnes, also dem ehemaligen Weißgründer, so vertreten. Proud Boys sind also eine neofaschistische Organisation, inzwischen auch als Terrororganisation eingestuft wurde. Und dann auch so der maßgeblich in der Organisation dieser Boston Straight Pride mitverantwortlich für waren. Sie alle eint jedoch ihr Hass auf Frauen, Juden, People of Color und LGBTQs, ihr paranoides Opferdenken, als auch der Wunsch, sich aus diesem vermeintlichen Opferstatus zu erheben, indem sie ihren vermeintlichen Unterdrückern Gewalt antun. Die Red Pill-Ideologie ist die Ideologie narzisstisch gekränkter Männer, die panische Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien haben und die nun einmal auf der Unterdrückung und Ausbeutung anderer basieren. Wenn People of Color, Frauen und LGBTQ sich emanzipieren, wird die Aufwertung der eigenen Person über die Abwertung Marginalisierter um einiges erschwert, weshalb jegliche Emanzipationsbestrebungen bis auf Blut bekämpft werden. Diese Grafik hier finde ich ganz spannend. Die zeigt, wieso diese ganzen Manosphere-Boards untereinander vernetzt sind und macht deutlich, wie eng Manosphere und rechtes Denken zusammenhängen. Also hier hat man dann Man Going Their Own Way, Kotaku in Action ist so ein Board aus so dieser Gamergate-Kampagne, dann so Jordan Peterson, der so quasi der intellektuelle Daddy dieser Man's Rights ist, dann das The Donald Forum, was halt so das Donald Trump Subreddit ist, was halt auch sau toxisch ist, Cringe Anarchy ist so ein, ach Gott, Edgelord, wir machen uns über Linke lustig, Subreddit. Und dann hat man hier eben dann auch diese Red Pill Sachen, die NoFap-Bewegung und hier dann Brainsels ist so das Incel-Forum und MGTOW ist so quasi das, wo das meiste so zusammentrifft. Die roten Linien bedeuten, wo es die meisten Doppelmitgliedschaften gibt. Ich habe das auf einem Incel-Watch-Forum auf Reddit gefunden. Genauen Zahlen sind hier leider nicht bei. Das wird aber auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Incels ist die Red Pill-Ideologie jedoch nicht ansatzweise radikal genug. Sie haben sich der sogenannten Black Pill verschrieben und sehen die Welt noch mal ein ganzes Stückchen klarer, und mit klarer meine ich kaputter. Während sie weitestgehend mit der bereits dargelegten Ideologie sich identifizieren, wird diese in allen Aspekten auf eine wahnhafte Spitze getrieben. Der wohl eklatanteste Unterschied ist der Nihilismus, die Hoffnungslosigkeit und der Selbsthass, die hinter dem Denken der Incels stecken und die eben unter dem Begriff Black Pill zusammengefasst wird. Wir müssen uns vor Augen führen, wie obsessiv sich Incels mit ihrem eigenen Aussehen beschäftigen. Wirklich all der Misserfolg, den man im Leben hat, ist auf eine zu geringe Körpergröße, zu schmale Handgelenke, falsch geformte Augenwinkel, zu wenig dichtes Haar, eine zu große Nase, was auch immer zurückzuführen. Einige versuchen dann, ihr Aussehen durch plastische Chirurgie, Sport und Mode, sogenanntes Looks-Maxing, zu verbessern. Andere Incels verlachen das alles als vergebliche Liebesmüden. Eine Frau wird dich halt automatisch verachten, sobald du halt nicht wie alt
Virus Elba aussiehst. Es gibt einen Artikel im Time Magazine, der von dem Insel schreibt, der $36.000 in plastische Chirurgie investiert hat, um halt sein Aussehen zu verändern. Und das ist irgendwie so was unglaublich Bitteres. Dass man sich selber so sehr hasst, einerseits, aber halt auch andererseits der Ansicht ist, okay, wenn ich mein Aussehen verbessere, verbessert sich mein Leben, anstatt vielleicht sich mal so eine Therapie zu suchen oder sowas. Wir leben in einer Gesellschaft, die Attraktivität propagiert und vor allem Frauen zurichtet, sich toxischen und unrealistischen Schönheitsstandards anzupassen. Menschen, die einem hegemonialen Schönheitsideal nicht entsprechen, haben es halt tatsächlich auch schwerer. Aber für Incels ist das Äußere das wirklich Einzige, was das Zwischenmenschliche bestimmt. Humor, Warmherzigkeit, Freundlichkeit oder Intelligenz sind in der Incel-Welt irrelevant und spielen vor allem für Frauen erst recht keine Rolle. Denn das Einzige, was Frauen von Männern verlangen, ist ein attraktives Äußeres und ein großer Penis. Alles andere wissen sie ohnehin nicht zu schätzen. Indem Incels dann all ihre Misserfolge bei Frauen, als halt auch im Leben generell, auf ihr vermeintlich hässliches Äußeres zurückführen, sind sie in der bequemen Situation, die eigene Persönlichkeit nicht hinterfragen zu müssen. Und die ist halt in der Regel ein ziemliches No-Go. Also ich meine so, fändet ihr es attraktiv, wenn vor euch ein Typ steht und sagt, schlaf mit mir, weil ich habe das verdient, aber niemand schläft mit mir, weil ich zu hässlich bin? Ugh. Instant Libido-Killer. Vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll, keine Ahnung. Und das Ding ist, die meisten Incels sehen halt auch wie so ganz normale junge Männer, wenn man den Fotos, die sie im Internet hochladen, um sich gegenseitig optisch zu bewerten, Glauben schenken darf. Also das gibt es dann dieses Forum Incel-Selfies, das ist hier. Laden die dann die Fotos hoch. Ist unterschiedlich, wie halt man damit umgeht. Einige sagen dann, hey, du siehst eigentlich voll normal aus, du siehst eigentlich ganz cute aus, vielleicht neuer Haarschnitt. Andere wiederum sagen dann den Usern, du bist ein hässlicher, Zitat, Untermensch und für dich ist jegliche Hoffnung verloren. Ja. Also die bezeichnen sich selber als Subhumans. So, bevor wir jetzt allerdings jetzt so richtig in die Materie einsteigen, noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Das Forum Incels.co hat so ungefähr 7.000-7.500 User. Das Subreddit Braincels hatte 40.000, ist halt inzwischen unter Quarantäne. Also dürfen Leute, die da nicht angemeldet sind, nichts mehr posten. Laut einer Umfrage auf Incels.co stammen 80% der User aus Europa und den USA. Ungefähr die Hälfte der User sind weiß. Also es stimmt halt auch nicht, dass Incels eine primär weiße Subkultur seien. Außerdem gibt es noch so kleine Foren wie Incelistan oder das gute Forum Raping Girls is Fun, auf das komme ich später nochmal zu sprechen. An dieser Stelle will ich halt auch anmerken, dass nicht weiße Incels einen krassen Rassismus internalisiert haben. Die nennen sich dann zum Beispiel selber Curry Cells und halt auch so einer White Supremacy-Ideologie anhängen. Das Durchschnittsalter von Incels ist unter 24. Und jetzt seien wir mal ehrlich, es ist halt jetzt auch wirklich kein Drama, wenn man mit 24 noch keinen Sex gehabt hat, außer halt, man ist ein Incel. Die treibende Kraft hinter der Incel-Ideologie ist Sex oder vielmehr noch dessen vermeintliche Unerreichbarkeit. Und das, obwohl er einem Mann doch eigentlich zustehen sollte. Frauen im Incel-Jargon dann dehumanisierend als Stacys oder Femoids bezeichnet, sind jene, die daran Schuld tragen, dass Incels keinen Sex haben, da sie sich lieber Chats hingeben, die in ihrer Darstellung nichts anderes sind als eine projektiv aufgeladene Parodie von Hypermaskulinität. Kaum etwas anderes als die Klischeebezeichnung eines Footballspielers in Highschool-Filmen. Es gibt dann auch schwarze Chats, die Incels als Tyrone bezeichnen und in der Regel einem rassistischen Klischee von Gangster oder Drogendealer entsprechen. Indische Chats werden Chat Preet genannt, asiatische Chats Chang Long Wong. I'm not making this up. Arabische Chats nennt man Chadam und my favorite lateinamerikanische Chats heißen Chadriguez. Wer hätte es gedacht, Incels haben einen Knacks für Rassismus. Das Verhältnis, das Incels Chats haben, ist fast schon obsessiv. In ihren Foren tauschen sie sich darüber aus, wie attraktiv Chats, die laut Incels dann ungefähr 20% der männlichen Bevölkerung ausmachen, doch seien. Sie imaginieren sich, wie schön das Leben als Mann sein muss, dem sich die Frauen zu Füße und die Höschen an den Kopf werfen und der sie wie ein Arschloch behandeln kann, denn das ist eigentlich so das natürliche Bedürfnis von Frauen, der Feminismus verschleiert das nur. Und Frauen sind halt natürlich allen Männern, die keine Chats sind, gegenüber herrisch und dominant.
Genau, außerdem sind Incels halt auch der Ansicht, dass Chats so diese natürliche Unterwürfigkeit der Frau durch ihre Dominanz wieder zum Vorschein bringen würden. Und das Ganze mündet dann bis in der Vorstellung, dass ein Chat eine Frau gar nicht vergewaltigen könnte, da sie automatisch immer Gefallen damit finden würde, Sex mit einem Chat zu haben. Weil der Gedankenwelt einer Incels muss ein Vergewaltiger nur einen ausgeprägten Kiefer haben und zack, ist es schon konsensual. Stellenweise geht die Betrachtung von Chats auch ins Homoerotische. My dad saw my chat filled and now thinks I'm a homosexual even more. Hat dieser Typ so einen Folder mit really attractive guys with mostly their shirts off. Und dann hat der Typ ihm versucht, irgendwie von brain cells und incels zu erzählen und sounded like a stuttering idiot. Incels lamentieren täglich darüber, dass Frauen oberflächlich und nur aufs Aussehen von Männern fokussierte Schlampen seien. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es kaum eine Frau gibt, die derart obsessiv über das Äußere attraktiver Kerle spricht wie Incels. Dies mag einerseits daran liegen, dass es sicher Incels gibt, die sich ein homoerotisches Begehren nicht eingestehen können und das halt im Hass auf Frauen artikulieren, dass diese Frauen sind, die halt mit Chad schlafen, was man eigentlich halt selber gerne machen würde. Andererseits bewundert man Chad dafür, dass er das hat, was einem selber verwehrt ist. Sex, gutes Aussehen und anscheinend auch Erfolg, weil alle Chats automatisch erfolgreich sind, weil sie super hot sind. Chats sind die Überzeichnung dessen, was die australische Geschlechterforscherin Raven Connell als hegemoniale Männlichkeit bezeichnet. Also das gesellschaftlich wirkmächtige Bild von Männlichkeit, was in der Geschlechterhierarchie ganz oben steht. Chats versinnbildlichen das erstrebenswerte Bild von Maskulinität und den dazugehörigen Eigenschaften wie Erfolg und Dominanz und so weiter. Aber das Ganze ist halt auch nur meiner Ansicht nach so eine kulturell vermittelte Illusion, der man dann verzweifelt herrennt, ohne zu realisieren, dass das Ganze unglaublich toxisch ist, sowohl Frauen als auch einem selbst gegenüber. Ja, dieses Insel-Ding geht sogar so weit, dass Insels das hier glauben. When Chad farts around hot babes, they discreetly smell his fart to figure out what he ate, so that they can get an estimate amount of what his semen tastes like. Ja klar, das machen wir immer. Es sind nur ein paar Millimeter Knochen, die Insels von... Wenn ein Chat neben einer attraktiven Frau furzt, riechen sie seine Furze, um herauszufinden, was er gegessen hat, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie sein Sperma schmeckt. Es ist super traurig. Es sind nur ein paar Millimeter Knochen, die Incels von Chats unterscheiden. Ist der Kiefer zu schmal, ist, wie bereits erwähnt, der Zug zur erfüllten Sexualität für immer abgefahren. So kann man aus einer dispositionierten Opferrolle heraus die Frau dafür anklagen, dass sie einem den Sex verweigert, der einem vermeintlich zusteht, wie einem, so sagen das Incels, Nahrung und Obdach zusteht. Die YouTuberin Natalie Wynn hat auf ihrem Channel ContraPoint so ein Video über Incels und da sagt sie, sobald Menschen anfangen, sich obsessiv mit der Form ihres mit so Schädelformen zu befassen, sterben früher oder später Menschen. Damit hat sie halt auch recht. Incels vertreten die These, dass jede Frau unabhängig von ihrem Aussehen Sex mit Chad hat. Also Chad machen halt so 20% der Männerbevölkerung raus. Und bevor der Feminismus eingefallen ist, hätte eine Frau mit einem Mann geschlafen, der quasi auf ihrem gleichen Attraktivitätslevel war. Aber jetzt durch den Feminismus sind Frauen alle so anspruchsvoll, dass sie nur noch mit Chats schlafen wollen. Und sie sagen halt, ein Chat schläft mit 100 Frauen, während man halt auch gleichzeitig annimmt, dass eine Frau jedes Wochenende Sex mit 3 Chats auf einmal hat. Anderen Männern wird halt, also sobald man halt kein Chad ist, wird einem der weibliche Körper verweigert oder man betrügt Männer halt mit Chris Evans Lookalikes. Wenn du ein Sub-8-Man bist, dann ist es vorbei, so das Incel-Credo. Just rope yourself if you're not Chad. Und naja, dass Frauen Incels bzw. allen nicht super attraktiven Männern den Sex verweigern, muss bestraft werden. Wir kommen zum Frauenbild der Incels und somit zum wirklich ekligen Teil des Vortrages. Okay, dann atmen wir alle nochmal durch, bevor es zum ekligen Teil des Vortrags geht. Dadurch, dass ich mich seit einem Jahr mit dem Thema beschäftige, habe ich ziemlich viel Material angesammelt. Wir sind jetzt bei der Hälfte, eine Dreiviertelstunde geht's noch. Und wie gesagt, jetzt kommt so der ein bisschen anspruchsvollere und halt nicht mehr witzige Teil. Ja. Nochmal kurz Contenance, also eine Dreiviertelstunde und stellt
ich auf einmal nicht mehr, dass es keine lustigen Memes mehr gibt, sondern sozialpsychologische Analysen und weniger lustige Sachen. So, wir kommen nämlich zum Frauenbild. Vortrag ist halt durch fest. Attraktive Frauen, wie die Verbindungsstudentin, die Elliot Roger zu ermorden gedachte, werden von Incels als Stacys bezeichnet. Der Überbegriff für Frauen lautet, wie schon erwähnt, Femoid. Eine Kurzform für Female Humanoid, was, finde ich, unglaublich dehumanisierend klingt und mich zumindest so ein Roboter denken lässt. Frauen sind in der Welt von Incels schlicht keine Menschen. Also Frauen, also wenn in Incels von über Frauen gesprochen wird, schreibt man auch it, also es und nicht she. Frauen sind in der Welt von Incels eben absolut ausgeburten des absoluten Bösen. Sie sind triebhaft und animalisch, jedoch gleichzeitig berechnend und manipulativ. Frauen sind nur auf Äußerlichkeiten fixiert. Es ist unmöglich mit ihnen, sagen wir mal, tiefgründige Diskussionen über Jordan Peterson oder Anarchokapitalismus zu führen. Denn das Einzige, wozu das Femoid-Gehirn in der Lage ist, ist die Frage, wie und wo man den nächsten Chad-Penis herbekommt. Warum glaubt ihr eigentlich, halte ich diese Vorträge, wenn nicht, um Chads auf mich aufmerksam zu machen? Nicht Stacys nennt man dann Beckys, aber die spielen in der Inselwelt auch nur eine untergeordnete Rolle, es sei denn, man lamentiert darüber, dass auch Beckys natürlich nichts anderes tun, als sich um Chads zu bemühen. Allerdings gestatten es Frauen dann auch geringerwertigen Männern, bereits erwähnten Better-Cucks, sie mit Zuneigung und Geschenken zu überschütten und manchmal schlafen sie dann zum Austausch mit ihnen, also jede Frau ist für den Incel de facto eine Prostituierte. Und selbst wenn eine Frau halt mit einem dieser Better-Cucks verheiratet ist, weil sie zu alt und verbraucht ist, um sich einen Chad angeln zu können, träumt sie immer noch von Chad-Penissen. Frauen bekommen von ihren Better-Männern die Welt zu Füßen gelegt. Frauen müssten eigentlich nicht arbeiten oder studieren, da ihnen alles hinterhergeschmissen wird. Liebe, Geld, Sex und Aufmerksamkeit. Deswegen ist es auch unmöglich, dass Frauen depressiv werden. Ich wünschte, mir hätte das mal jemand gesagt. Denn wie kann man depressiv werden, wenn man regelmäßig Sex mit Chad hat? Vielleicht bin ich deswegen depressiv geworden, nicht genug Chad-Penisse. Wenn eine Frau Anzeichen von Trauer zeigt, dann auch nur, weil Chad ihr nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also es gibt halt auch tatsächlich so Forenbeiträge, Women can't get depressed. Das komplette Denken und Handeln von Frauen ist halt darauf ausgerichtet, das Schwanzkarussell zu reiten. Jede einzelne Frau verbringt ihr Wochenende auf Orgien und hat im Alter von 28 Jahren mit 150 Männern geschlafen. Haltet euch ran, Ladies. Weshalb es eigentlich auch nicht so schlimm ist, eine Frau zu vergewaltigen, denn es ist ja nur ein weiterer Schwanz. So schlimm wird es schon nicht sein. Ein Incel schreibt, ich bin 26 Jahre alt und Jungfrau. Wieso sollten mir die Mädchen leid und Opfer von Menschenhandel werden? Sie haben 20 bis 48 Mal am Tag Sex, während ich seit 26 Jahren keinen Sex habe. Also, diese Typen sind derart empathielos und verroht, dass eine systematische Vergewaltigung für sie halt Sex ist. Andere Incels wiederum sind dem Konzept einer Vergewaltigung durchaus bewusst und fantasieren dann davon, Frauen so sadistisch wie möglich zu missbrauchen. Also das nennt man dann Life Fuel, also es gibt ihnen Freude, wenn Frauen Gewalt erfahren. Lesbische Frauen existieren in der Inselwelt halt auch nicht, denn die sind entweder zu hässlich, um von Chad beachtet zu werden, oder wenn sie halt attraktiv genug sind, zeigen sie sich anderen Frauen gegenüber nur liebevoll, um die Aufmerksamkeit von Chad zu erregen. Dieser vollkommen irre Frauenhass geht dann sogar so weit, dass Incels glauben, Frauen hätten Sex mit Hunden. Das Ganze nennen sie Dogpill. When Chad is busy fucking the other sluts in his harem, dogs will fill his role. Only the Chad breeds though. Huskies, German Shepherds, Rottweilers, Pitbulls, etc. Little dogs get no play. The black pill affects dogs too. Okay, also, wenn Chad damit beschäftigt ist, die anderen Schlampen in seinem Harem zu ficken, erfüllen Hunde seine Aufgabe. Also Frauen schlafen mit Hunden. Allerdings nur mit den Chads unter den Hunden wie Huskies, Schäferhunde, Rottweiler, Pitbulls und so weiter. Kleine Hunde kriegen natürlich keine Frauen ab, weil die Black Pill auch Hunde betrifft. Und gerade hier zeigt sich das Zusammenspiel von Selbst- und Frauenhass super deutlich. Incels glauben tatsächlich, dass eine Frau lieber mit einem Hund als mit einem von ihnen Sex haben würde. So, they're so near, yet so far away. Des Weiteren bringen Incels vor allem transgeschlechtlichen Menschen einen vernichtenden Hass entgegen. Transpersonen werden konsequent misgendert und gerade Transmänner werden einerseits als Frauen betrachtet, die sich dem potenziellen Gefickt werden verweigern und andererseits als Konkurrenten im sexuellen Wettbewerb.
Menschen, deren Geschlechteridentität außerhalb einer cisgeschlechtlich binären Matrix liegen, gelten als psychisch krank. Übrigens können Frauen halt auch keine Incels werden. Allerdings, es gibt Frauen, die sich selber als Femcels bezeichnen. Die werden von männlichen Incels aber nicht akzeptiert, weil jede Frau hätte halt immer und überall potenziellen Zugang zu Sex. Ich müsste einfach nur hier vom Podium, wer will mit mir schlafen, rufen und zack, ich könnte auf der Stelle Geschlechtsverkehr haben. So einfach ist das für uns. Eigenständige und selbstbewusste weibliche Sexualität ist dem Incel eine vernichtende Kränkung. Sexuell aktive Frauen bezeichnet man abwertend als Roasties, da ihre Labien Roastbeef ähneln würden. Ein Mythos, der aber auch weit über die Incel-Szene hinaus verbreitet ist. Und diese panische Angst vor selbstbewusster weiblicher Sexualität rührt halt auch daher, dass jedes Mal, wenn eine Frau Sex hat, sie keinen Sex mit einem Incel hat, weil Incels ja keinen Sex haben. Ich finde, dass diese obsessiven Beschäftigung mit der Sexualität anderer, was massiv masochistisches innewohnt, so eine Form der Selbstkasteiung. Man befasst sich wahnhaft mit dem Sexleben imaginierter anderer, um sich halt so im Elend des unfreiwilligen Zölibats suhlen und den eigenen Opferstatus zelebrieren zu können. Jegliche Form einer positiven Beziehung ist der Blackpill-Ideologie nach eine Lüge. Liebe, Freundschaft oder Solidarität existieren nicht. Sogar die Elternbeziehung fällt dem Hass von Incels zum Opfer. Zitat. Deine Mutter weiß, dass du hässlich bist. Sie sagt es nur nicht. Sie hasst dich. Sie ist genauso wie jeder andere Viehmeut. Eine bösartige Fotze, die zur Empathie oder Wahrheitsliebe nicht fähig ist. Sie hatte Chads Sperma im Mund, als sie dich während deiner Kindheit geküsst hat. Zitat aus Brain Cells. Und naja, was ist denn der Ursprung des Incel-Elends, außer die Mutter, die es gewagt hat, das Sperma eines Better-Kacks auszutragen oder halt Chad-Gene mit ihrer Weiblichkeit und geringen Körpergröße ruiniert hat? Incels lamentieren permanent über die Oberflächlichkeit von Frauen. Sie selbst jedoch kämen niemals auf die Idee, mit einer Frau ohne Modelmaße auch nur ein Wort zu wechseln. Die ideale Incel-Partnerin hat auch wenig mit real existierenden Frauen zu tun, als mit der Fantasie aus so einem grenzwertigen Anime. Reale Frauen sind halt für Incels ohnehin alle triebhaft verkommen und widerwärtig. Ein User aus dem Subreddit Braincells verlangt von seiner perfekten Partnerin, unter 18, jungfräulich, weiß, nicht fett, ohne Tattoos und Piercing zu sein, kein Make-up zu benutzen, ihn abgöttisch zu lieben, akzeptiert, geschlagen zu werden, hat ein Lolita-Bild, ein intaktes Jungfernhäutchen, ein niedliches Gesicht, guckt mit ihm Anime und sitzt auf seinem irrigierten Penis, während er Videospiele spielt, hat keinen Kontakt mit anderen Männern, ist bereit, Frauen für Dreier zu suchen, unterwirft sich jeglichen sexuellen Vorstellungen, den er hat, ejakuliert wie ein Feuerwehrschlauch, ist super devoted hält einen jugendlichen Körper, egal wie viele Kinder sie bekommt, und hat eine Vagina, die nach, Zitat, Sahne und Beeren riecht. Das zeigt halt, dass dieser Mensch vermutlich nie mit einer realen Frau mehr als drei Worte gewechselt hat. Aber das Ganze klingt halt so im ersten Moment amüsant, verliert aber sofort den tragikomischen Moment, wenn man sich weiter mit den Jungfrauenwahn von Incels befasst. Frauen hätten ihre sexuelle Reife mit 15 erreicht. Es gibt zahlreiche Threads, in denen sich User darüber austauschen, minderjährige Mädchen zu Sexsklavinnen zu erziehen. Man glorifiziert Kinderpornografie und den Missbrauch potenzieller Töchter, die diese Typen zum Glück nie haben werden. Kinder seien nämlich die einzigen, die noch nicht vom Feminismus zugerichtet seien. In diesem Jungfrauenwahn artikuliert sich der Wunsch, der einzige Besitzer eines Mädchens zu sein. Die Vorstellung, mit einer Frau zu schlafen, die schon einmal Sex hatte, ist eine Kränkung, denn diese Frau ist in der Inselvorstellung schmutzig und benutzt. Außerdem glauben Incels, dass sich die Vagina einer Frau je nach Anzahl ihrer Sexpartner verändern würde und sich halt dehnen würde. Hat eine Frau jedoch nur Sex mit einem Mann, passe sich ihre Vagina dessen Penis an. Das glauben die Incels. Glauben übrigens auch, dass wenn eine Frau Sex mit einem Mann hat, sie einen gewissen Prozentsatz seines Spermas in ihrem Körper speichern würde und dann quasi irgendwann zu x Prozent aus Sperma besteht, weswegen mit einer nicht jungfräulichen Frau zu schlafen auch irgendwie immer kind of gay ist. This is what those people actually believe. Des Weiteren spricht eine tiefe Verunsicherung aus der Angst vor weiblicher Sexualität. Man fühlt sich gekränkt, weil eine Frau Sex mit einem besseren Liebhaber
hatte, als man selbst einer ist. Und man kann es nicht ertragen, von einer Frau erklärt zu bekommen, wie man ihr am besten Befriedigung verschafft. Man wird permanent mit dem Widerspruch, dem Männer in patriarchalen Verhältnissen nun einmal ausgesetzt und konfrontiert. Dass man halt kein so geiler Stecher ist, wie einem die Pornografie suggeriert, dass man sein sollte. Und dass Sex eben nicht einfach so funktioniert, sondern auf Kommunikation basiert. Und guter Sex eine Sache von Erfahrung ist, die man Frauen aber nicht zugestehen möchte. Der weibliche Leib hat schließlich ein unberührter Tempel zu bleiben. Diese Typen möchten keine gleichberechtigte Partnerin, sondern sie möchten quasi einen Sexroboter. Sexualität kann nur in Herrschaft gedacht werden. Und das ist halt mit der Grund dafür, wieso nicht mehr jungfräuliche Frauen so verhasst werden. Einerseits wieder die Vorstellung an, ein anderer Mann hätte im schlimmsten Falle sogar eine zärtliche und gleichberechtigte Beziehung zu einer Frau geführt, die halt für Incels natürlich nur Lüge sein kann. Also man nimmt so eine Art Rächerposition dann ein. Und andererseits fühlt man sich in seiner Position als potenzieller Alleinherrscher gekränkt. Die Wunschvorstellung dieser zutiefst verunsicherten und gekränkten Männer ist die absolute Herrschaft über eine Frau, die eigentlich halt auch kein eigenständiges Subjekt mehr ist, sondern eben ein Sexroboter. Und diese Herrschaft lässt sich nun einmal auch leichter über ein Mädchen als eine Erwachsene exerzieren. Psychischer und sexueller Missbrauch von Kindern wird eben in Insel von glorifiziert und man normalisiert das eigene Begehren Minderjährigen gegenüber mit einer vermeintlichen Natürlichkeit dessen, denn schließlich seien pubertierende Mädchen im besten gebärfähigen Alter, was halt auch nicht stimmt, aber dann sagen sie, und das ist der Post, der noch am, ich kann ihn in der öffentlich zeigen, mäßigsten war, es ist natürlich und gesund, Jailbaits ficken zu wollen. Jailbaits sind Mädchen, die unter 18 sind, also Minderjährige. Das beste Alter eines Mädchens ist zwischen 14 und 16. Männer, die sagen, sie wollen keine Minderjährigen ficken, sind entweder Lügner oder biologisch fucked up. Ich bin Mitte 20 und bin der Ansicht, es wäre super, eine 14-jährige Freundin zu haben. Zu schlimm, dass unsere abgefuckte, männerfeindliche Gesellschaft das illegal gemacht hat. In den 1800ern war das Age of Consent, also das Alter, in dem man legal Sex haben konnte, bei einigen Staaten bei 10 Jahren. Das klingt für mich richtig. Dann gibt es diesen Typen hier, Nathan Larson. Nathan Larson war Kandidat der Libertären Partei und hat im Kongress von Virginia kandidiert. Seine Programmpunkte waren das Legalisieren von Kinderpornografie, Inzest und Pädosexualität und Vergewaltigung natürlich. Nathan Larson ist der Betreiber von dem Forum Raping Girls is Fun und Postulat der Rape-Pill-Theorie. Die besagt, dass Männer... Das ist das natürliche, die natürliche Veranlagung von Männern ist, Frauen zu vergewaltigen. Dass Vergewaltigung für Incels die einzige Möglichkeit ist, Sex haben zu können und deswegen legal sein sollte. This is the worst person alive. Das war so der Punkt, wo ich bei meiner Recherche an meine Grenzen gestoßen bin. Ich habe so ein paar Postings von dem gelesen, die ich euch nicht zeigen möchte, weil... Es reicht, wenn eine Person im Raum sie hier kennt. Der wurde aus dem Incels.co-Forum geschmissen, nämlich nicht, weil das Kokettieren mit dem Besitz von Kinderpornografie zu krass für die ist, sondern weil er schon mal Sex hatte. Er darf übrigens seine Tochter nicht sehen, was ich sehr beruhigend finde. Der Wunsch nach einer submissiven Partnerin ist bei Incels halt auch in der Regel von rassistischen Stereotypen durchsetzt. Man betrachtet asiatische Frauen als ideale Partnerin für den weißen Mann, da sie submissiver seien, was halt damit zu tun hängt, dass man irgendwie so einer weirden rassistischen Vorstellung von Asian Women und asiatischer Kultur anhängt, die irgendwie aus so Anime-Versatzstücken zusammengesetzt ist. Schwarze Frauen werden in der Regel halt als rassistische Karikaturen dargestellt. Das Meme zeige ich euch jetzt nicht. Incels leben übrigens in dem Glauben, dass jede einzelne Frau der Welt es auf sie abgesehen hätte. Sie sind die größten Opfer unserer Zeit. Schwarze während der Sklaverei und Juden während des Holocaust hatten es besser als Incels, weil die hatten immerhin Sex. Juden in Auschwitz hatten einen höheren Sozialstatus als wir. Juden haben mehr Pussy bekommen als wir. Juden hatten Freunde. Und immer noch tun sie so, als wären sie unterdrückt gewesen. Da unten kommt dann zum Glück der Kommentar, ich hoffe, dass du trollst, weil kein vernünftiger Mensch sowas sagen würde. Aber solche Postings gibt es häufiger.
Es ist nicht abwegig zu sagen, dass Incels Anhänger einer misogynen Verschwörungstheorie sind. Die paranoide Weltsicht von Incels ist der des klassischen Antisemiten nicht unähnlich. Frauen wird eine übermächtige Herrschaftsposition zugesprochen, die jedoch anders als beim klassischen Antisemitismus von der weiblichen Triebhaftigkeit und Sexualität herrührt. Incels sind Opfer dieser Herrschaft. Frauen agieren allerdings natürlich als Agentinnen der Juden, die hinter allem stecken. Die Wahrnehmung weiblicher Sexualität resultiert aus der pathischen Projektion. Man neidet Frauen, was man selbst gerne hätte, ein erfülltes Sexualleben. So kann man sich dann bequem als Opfer dieser weiblichen Herrschaft inszenieren, um das Tätersein von sich zu weisen. Dieser Hass gegen das äußere Weibliche impliziert natürlich einen Hass gegen das Weibliche in sich selbst. Zärtlichkeit, Liebe, Empathie und Emotionalität müssen gewalttätig abgespalten werden. Hier unterscheidet sich der Incel von dem klassischen Typus des soldatischen Mannes, wie ihn die Red Pill-Rechte versucht zu vertreten. Denn dieser würde einen unausweichlichen Opferstatus, der für den Incel ja die komplette Identität ausmacht, niemals zulassen. Incels sehen sich allerdings nicht in der Lage, sich ein Leben als Täter zurückzuerobern. Es ist kaum erstaunlich, dass eine Ideologie, die jeglichen Ausblick auf Emotionalität, Weichheit, Liebe oder Zuneigung leugnet und permanent die eigene Minderwertigkeit predigt, schlecht für die Psyche ist. Laut einer Umfrage auf Incels.co haben 75% der User schon einmal ernsthaft über Suizid nachgedacht oder diesen versucht. Viele Incels sind depressiv, verweigern sich jedoch einer Therapie, weil die ist eine jüdische Erfindung, um den Blackpiller wieder in einen Normie zu verwandeln. Die eigene Position zwischen Selbstmitleid, Realitätsverweigerung und Hass verlassen will man halt auch nicht, weil das würde bedeuten, man müsste sich die Fehler in der eigenen Ideologie eingestehen und wo käme man denn dahin? Incels versuchen sich halt auch sehr gerne in Selbstdiagnosen und behaupten, sie seien Autisten, und halt, was eben auch mit der Autismus diagnostizierte Person ziemlich abfuckt. Wenn Incels einem Paar begegnen, bei dem eine Frau glücklich mit einem Nicht-Chat zusammen ist, kann sich das auch nur so übersetzen, dass es sich bei dem Mann um einen Better-Kack handeln muss. Der simplen Tatsache, dass in einer langfristigen glücklichen Beziehung die Persönlichkeit oder Zuneigung oder Kompatibilität der PartnerInnen um länger wichtiger ist als die Form des Kiefers, leugnet man, weil diese Erkenntnis würde zwangsläufig dazu führen, dass man was an der eigenen Situation ändern könnte, dass nicht alle anderen daran schuld sind, dass man keinen Sex hat. Aber wieso sollte man das tun, wenn man sich lieber im eigenen Elend suhlen kann? Incels brauchen ganz objektiv psychologische Hilfe. Allerdings fällt es zumindest mir schwer, Menschen, die Frauen in Vergewaltigungscamps stecken und Minderjährige missbrauchen wollen, schwer Mitleid entgegenzubringen. Vielleicht bin ich ein schlechter Mensch. Und ich würde halt auch differenzieren, so 15-, 16-jährige Jungs, die da gerade noch reinkommen, die kann man rausholen. Aber so Typen wie Nathan Larson sollte den Rest seines Lebens hinter Gitter verbringen. Es gibt halt auch so einen Incel-Kader, der dann tatsächlich auch so seine Therapeutin nach Sex gefragt hat und sowas. In dem Forum TrueSells.org, das im Laufe der Entstehung dieses Vortrags gesperrt wurde, gab es ein Board, in dem man gefallenen Helden der Incel-Bewegung huldigen konnte, die sogenannte Hall of Heroes. Zu ihnen zählt auch der Islamist Omar Shafiq Hamami, der größte Incel, der jemals gelebt hat. Hamami war ein amerikanischer Salafist, der sich dem somalischen Dschihad angeschlossen hatte und dann schnell zu einer Art dschihadistischen Ikone aufgestiegen war. Das Kalifat des Islamischen Staates übt auf Incels eine immense Faszination aus. In den Incel-Foren grübeln User, ob das Kalifat nicht die Erfüllung ihrer Incel-Rebellion und der Islamismus, also natürlich denkt man halt auch nur an den Islamismus und so ziemlich undifferenziert, nicht die angemessen kriegerische Religion sei, um sich gegen Feminismus, Juden und Gender-Mainstreaming zu behaupten. Einige Incels kokettieren offen mit dem IS. Der Islamische Staat glaubt, dass arabische Verräter und säkulare Muslime schlimmer seien als Juden, weil säkulare Muslime der Feind im Inneren sind. Und sie haben recht. Alle arabischen Führer und Verräter sind Chads. Sie hassen die Scharia, weil die Scharia dem degenerierten Verhalten von Chad und Stacey ein Ende setzt. Ein echter arabischer muslimischer Incel sollte mindestens etwas Sympathie für den IS haben. Der IS und alle Gruppen, die für die Scharia kämpfen, führen den Kampf der Incel-Rebellion, so ein User auf incels.co. Und damit haben sie halt auch durchaus recht. Die Reconquista des
Islamischen Staates setzt sexuelle Gewalt als eine Waffe ein, um Frauen zu demütigen. Für Incel wird halt dieser Krieg gegen Frauen dann zwar nicht im Namen Allahs geführt, sondern prinzipiell gegen die Kränkung, noch keinen Sex gehabt zu haben. Aber wer nimmt das denn schon so genau, solange man systematisch vergewaltigen und Rache an den Weibern üben kann? Es ist halt auch nicht verwunderlich, dass Dschihadisten versuchen, in Incel Foren zu rekrutieren. Jeder Incel, der zum Islam konvertiert, wird mit einer arischen Jungfrau belohnt werden, heißt es dann. Und das stößt dann auch auf helle Begeisterung. Und ich finde, was hier sehr spannend ist, ich möchte so ein bisschen Islam, aber mir sind jungfräuliche Muschis egal. Ich möchte die Zerstörung der Gesellschaft, in der wir leben. Das Anspruchsdenken ist absurd und es braucht eine Bestrafung. Zu viele verdammte Roasties und Chats laufen herum, als würde ihnen die Welt gehören. Also da zeigt sich halt auch, dass Incels eben so einen absoluten Hass auf die moderne Gesellschaft haben. Ein anderer Typ Mann, der es Incels angetan hat, ist der rechte Massenmörder Anders Breivik, der in Utøya 77 Menschen seiner Tempelgitterfantasie hatte zum Opfer werden lassen. Anders Breivik erhält jedes Jahr 100 Liebesbriefe von Femoids. Er hat so eine faszinierende Persönlichkeit, schwärmt man dann auf Braincells. Andere Postings deklarieren Breivik zum Nelson Mandela Europas oder nennen die Dokumentation über den Anschlag auf Utøya inspirierend. Ich musste mehrere Male laut auflachen, als ich den Film sah, schreibt dann ein User und ein anderer stimmt ihm zu. Auf jeden Fall, wenn diese behinderten Kinder über Politik und ihre liberalen Wahnvorstellungen reden, LOL. Ein anderer Thread über Breivik macht ihn sogar als ehemaligen Incel aus. Anders Breivik war ein Incel, der zum Gymcel wurde. Also Gymcels sind Incels, die ins Gym gehen, obviously. Anhand eines Artikels des Time Magazine findet man zahlreiche Parallelen zwischen dem Mann, der diesem sozialistischen Pakt, dem kulturellen Marxismus und der Moderne generell mal so richtig gezeigt hat, und sich selber. So, jetzt wird's theoretisch. Wie Klaus Teweleit in seinem Werk Das Lachen der Täter, Breivik und andere Psychogramm einer Tötungslust ausführt, sind trotz dem islamistischen Hass auf den Westen, den Dschihadisten propagieren, und der glühende Hass auf den Islam, den Breivik und seine Tempelritter vertreten, die beiden gar nicht so verschieden. Ob Hamami, Breivik oder Elliot Rodger, sie vertreten den gleichen Typus eines Täters. Diese Männer sind keine Würmer im Kompost des Spätkapitalismus mehr. Es sind die Soldaten einer größeren Sache. Es sind Männer, die sich an der Moderne und all ihren Kränkungen rächen konnten. Es sind Männer, die über das Töten von Jugendfrauen und SozialistInnen sich auf regressive Weise von der bürgerlichen Gesellschaft emanzipiert haben. Diese Männer sind aus der verqueren Sicht von Incels Helden, da sie aus dem Status als Opfer einer Gesellschaft, in der Männer nur Opfer sein können, sich befreit haben. Der Typ, der in der Moschee in Oslo um sich geschossen hat, der hat ein Meme gemacht mit Brandon Tarrant, dem Attentäter von Poway und dem Attentäter von El Paso, die halt alle so dargestellt waren wie halt dieses Chad-Meme. Also sobald du ein Täter bist, bist du quasi ein Chad. Da komme ich gleich später noch zu. Gerade deshalb besteht eine derart große Faszination für Massenmörder wie Hamami, Breivik, Kretschmer und all die anderen. Diesen Männern ist das gelungen, wozu man selber sich noch nicht in der Lage sieht. Die herbeigesehnte Incel Rebellion ist nichts anderes als der Wunsch, das letzte bisschen Zivilisation aufzugeben, anderen im Terrorakt das Leben nehmen zu können und so halt kein bedeutungsloses Rädchen im Getriebe mehr zu sein, sondern halt eine Person des öffentlichen Lebens. Es handelt sich um Männer, deren Handeln in den eigenen Augen Ausdruck einer postulierten Notwendigkeit der Handlungen selbstgesetzter Vereinigungen übergeordneten Rechtes ist. Man agiert also in gerechtem Auftrag und führt der Welt das zu, was sie verdient hat. Denn bei allem Selbsthass sind sich Incels eins bewusst. Er kennt die Wahrheit und die muss er mit dem Gewehr und auf Reddit natürlich in die Öffentlichkeit tragen. Integraler Bestandteil des Mordes und somit auch des Terroraktes ist es, von sich selber abzuspalten, dass es sich bei den Ermordeten um Menschen handelt, mit Gefühlen, Zukunftsplänen, Träumen und Wünschen. Dies hat zur Vorbedingung, alles, was nicht bloßer kalter Täter ist, von sich selbst abzuspalten. Incels sind Meister dieser Selbstzerrichtung. Jeden Tag erfahren sie durch sich und andere die Dehumanisierung. Du bist unter Menschenabschaum und nichts wert, halten sie sich in unzähligen Threads entgegen. Dies steht der Entwicklung eines Ich, also gerade im Sinne von selbstständiges Subjekt, entgegen. Zudem verunmöglicht es halt auch diese wahnhafte Abhängigkeit von
weibliche Anerkennung respektive dem vermeintlichen Mangel daran und unerreichter weiblicher Sexualität, sich als Subjekt zu emanzipieren. Also ist man permanent irgendwie davon abhängig, wie Frauen auf einen reagieren. Theweleit hat in seinen Männerfantasien das Konzept der Protodiakrise entwickelt, welches er im Lachen der Täter weiter ausführt. Protodiakrise, also Zitat, bezeichnet den Daseinszustand von Menschen, die unter der Störung leiden, nicht zwischen tot und lebendig unterscheiden zu können. Erich Fromms Versuch, die Nazis unter dem Begriff der Nekrophilie zu fassen, hat einiges davon wahrgenommen, fasst aber etwas zu direkt ins Konkrete, das Leben von Leichen. Der Typ, mit dem wir es zu tun haben, liebt nicht Leichen irgendwie körperlich. Das spricht aus seinen Vorgängen deutlich. Er, und in der Regel ist es ein Mann, scheint vielmehr den Übergang vom Lebenden Leben. Er scheint es zu lieben, diesen Übergang herzustellen. Es ist, als würden sie, denn diese Männer handeln meistens in Verbänden, sich des eigenen Lebens versichern, wie die in Theweleits Lachen der Täter beschriebenen Mörder finden Incels eine sadistische Ausmalung von Gewaltfantasien, Life Fuel, und geben offen zu, von Vergewaltigung zu masturbieren zum Beispiel. Man ist nicht mehr in der Lage, anders als durch das Leid anderer Lust zu empfinden. Und für Incels ist es immens erregend, Frauen Gewalt anzutun oder sich das vorzustellen. Man hat Femoids, wie bereits gesagt, von Menschlichkeit genommen. Dass Personen mit Sachen gleichgestellt werden, ist für einen Gewaltakt wie den des Femizids unumgänglich. So muss man sich halt auch nicht schlecht fühlen, wenn man diese seelenlosen Kreaturen ihre gerechte Strafe zukommen lässt. Schrotkugeln als Ersatz für das Sperma, das man in sie hineinpumpen möchte. In ihren Foren malen sich Incels Amok-Fantasien aus, schnappen sich phallische Waffen und werden in ihren Augen endlich so zu dem Mann, der sie sein wollen. Werden Stacys bei School-Shootings feucht? Fragt sich ein Incel und begründet das in dem pseudowissenschaftlichen Jargon eines Jungen, der ansonsten unter Jordan Peterson-Videos die Zweifler belehrt, folgendermaßen. Wir alle wissen, dass Frauen attraktive und dominante Männer lieben. Im Kontext eines School-Shootings ist der Attentäter der dominanteste aller Männer. Das heißt, er transzendiert seinen momentanen Status in der Hierarchie und wird temporär zum Ultra-Chad. Also wieder, ich möchte wieder auf das Meme verweisen, in dem eben Patrick Crusius, Brandon Tarrant und so halt als Chads dargestellt werden. Betrachtet man die gegebene räumliche Nähe zu diesem Ultra-Chad während eines Shootings, gilt es zu mutmaßen, dass Femoids, obwohl sie um ihr Leben fürchten müssen, gleichzeitig extreme sexuelle Erregung gegenüber dem Attentäter verspüren. Sie hoffen darauf, dass er, anstatt sie zu ermorden, den Geschlechtsakt mit ihnen vollzieht. Ist meine Theorie korrekt? Wurden diesbezüglich Studien durchgeführt? Ich lasse das mal so hängen. Wenn schon das Inselkalifat nicht etabliert werden kann, muss halt das nächstbeste her. Zum Ultra-Chat zu werden, sich über jene Frauen zu erheben, die den Insel vermeintlich Zeit seines Lebens erniedrigen und ihm Gewalt antun, weil sie es halt wagen, nicht mit einem dahergelaufenen Frauenhasser zu schlafen. Der Begriff To Go Elliot Rodger, also den Elliot Rodger machen, ist zu einem geflügelten Wort in der Inselszene geworden, um zu beschreiben, dass man plant, einen bewaffneten Anschlag auf Frauen zu verüben. So, wie würde eigentlich die Welt nach einer Inselrebellion aussehen? Ich glaube, das wurde von diesem Nathan Larson geschrieben. Vielleicht auch von wem anders. Er hat sich das so lange ausgemalt. Ich fasse euch das mal zusammen. Grob. Traditionelle Geschlechterrollen werden per Zwang durchgesetzt. Frauen dürfen nicht arbeiten, müssen halt ein Leben als Hausfrau und Mutter führen, haben keinerlei Rechte, sind quasi das Eigentum des Mannes. Frauen, die sich dem verweigern, werden draußen angekettet und systematisch vergewaltigt. Beziehungen zwischen Weißen und Nicht-Weißen sind verboten, genauso wie queere Geschlechtsidentitäten. Männer haben quasi die komplette Verfügungsgewalt über Frauen und Töchter. Einwanderung ist verboten, Besteuern von Eigentum, Männer der Vergewaltigung zu bezeichnen, ist illegal. Und dann halt so anarchokapitalistischen Scheiß, wie Minderjährige sollten Drogen oder Alkohol kaufen dürfen, ist erfahrt, bis, wenn der Vater es erlaubt. Ja, es ist halt nichts anderes als die Wichsfantasie eines anarchokapitalistischen Frauenfeindes, bei dem es irgendwie schwerfällt, nämlich links und rechts eine Ohrfeige zu verpassen. Naja, vielleicht hat er das auch alles nur geschrieben, um Normies zu triggern. Female, weibliche Genitalverstümmelung.
Also Vorhaut abschnibbeln, illegal Klitoris abschneiden und Vulva zunähen, voll in Ordnung. Im Schreiben über Incels werden diese oft als wahnhafte Frauenfeinde dargestellt, zu Recht. Aber als absolute Ausnahmeerscheinung in den Verhältnissen, die mit dem normalen Mann nichts gemein haben. Jedoch ist es bei einer Analyse zu Incels unumgänglich, sich vor Augen zu halten, dass die nur die Spitze des Eisberges der patriarchalen Verhältnisse sind. Und naja, die Ideologie ist halt in diesen Verhältnissen angelegt. Dass Männer gewalttätig auf Ablehnung, also eine narzisstische Kränkung ihrer männlichen Identität reagieren, ist keine Sache von Incels. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Verhältnisse, die Jungen und Männern suggerieren, ihnen stehe das Recht auf den weiblichen Körper zu, Schuld daran tragen, dass Männer glauben, Frauen dafür bestrafen zu dürfen, wenn sie ihnen dieses vermeintliche Recht verweigern. In Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau durch die Hände ihres Partners oder Ex-Partners. Die mögen halt keine Manifeste hinterlassen und nicht darüber lamentieren, dass ihr Augenwinkel die falsche Form hat, aber sie teilen sich die Basis einer Ideologie: Frauenhass, Anspruchs- und Herrschaftsdenken. Der Unterschied ist halt, dass für den Incel die narzisstische Kränkung von jeder einzelnen Frau auf der Welt ausgeht und deswegen auch jede Frau ein legitimes Opfer ist. Ein geflügeltes Wort in der Szene lautet A-Word: All women are like that. Frauen sind halt keine Subjekte, sondern Teil eines Kollektivs. Also auch auf so durchschnittlichen Meme-Seiten wie 9gag oder so finden sich dann super viele gekränkte Männer, die halt so der Lüge aufsetzen, Frauen würden ihnen Sex schulden. Da kommen halt auch so Begriffe wie der Friendzone her. So, oh mein Gott, ich rede mit einer Frau und bin mit ihr befreundet, aber sie schläft nicht mit mir. Was für eine Schlampe. Hier habe ich noch so ein Meme, das halt von 9gag ist. Wenn eine Frau einen netten Typen findet, der sie zum Lachen bringt und sie gut behandelt, dann friendzone sie ihn oder kommt mit ihrem Ex wieder zusammen, weil eigentlich wollen halt alle Frauen nur Arschlöcher. Laut Rolf Pohl ist der Mann innerhalb patriarchaler Verhältnisse schon von klein auf mit der narzisstischen Kränkung konfrontiert, von einer Frau, nämlich seiner Mutter, abhängig zu sein. Eine Tatsache, die im krassen Kontrast zu dem gesellschaftlich vermittelten Bild von Männlichkeit steht, das ja Abhängigkeit nicht zulassen darf. Des Weiteren ist die Frau das Objekt, auf das heterosexuell männliche Prägungen gerichtet sind. Man fühlt sich also von einer als übermächtig wahrgenommenen weiblichen Sexualität kontrolliert und muss diesem entgegnen, indem man Frauen durch patriarchale Herrschaft kontrolliert. Männer leiden unbewusst unter einer panischen Angst vor allem Weiblichen, sowohl den weiblichen Anteilen in sich selbst als auch den Äußeren, also Frauen. Also versucht man, sämtliches Weibliche in sich abzuspalten, als auch Frauen abzuwerten, um sich selber narzisstisch zu überhöhen. Man beweist sich die eigene Männlichkeit, also das Nicht-Frau-Sein, indem man Frauen permanent durch Diskriminierung, Erniedrigung und Gewalt zu Frauen macht. Und das ist keine Sache von Incels, sondern die alltägliche Lebensrealität von Frauen und Mädchen, die sowohl auf gesamtgesellschaftlicher als auch zwischenmenschlicher Ebene vermittelt wird und die das Leben innerhalb patriarchaler Verhältnisse nun einmal ausmacht. Ich meine, denken wir an so Kulturindustrialisierungen wie Friends oder How I Met Your Mother oder Big Bang Theory oder DOE, wo suggeriert wird, dass man das weibliche Objekt seiner Begierde schon rumbekommt, wenn man nur lange genug nicht locker lässt. Die ironische Abwertung von Frauen in Deutschrap-Songs, die Darstellung von Frauen in heteronormativer Pornografie, sei es halt in der Politik oder Wirtschaft, wo irgendwie eine eigenständige Bestimmung über den weiblichen Körper immer noch verboten wird, beispielsweise durch krasse Regulierung von Abtreibungen, oder sei es, indem man sich gegen die Frauenquote zur Wehr setzt oder das Mutterschaft und Beruf immer noch unvereinbar ist. Oder halt in der Öffentlichkeit, wenn Politikerinnen, Journalistinnen, prominente Frauen permanent misogyn beleidigt und bedroht werden, wenn man schon junge Mädchen sexualisiert, wenn man Frauen, die von Gewalterfahrung sprechen, als Lügnerin stigmatisiert. Oder sei es halt auch im Zwischenmenschlichen, die Art, wie Männer über Frauen sprechen, dass Frauen Nein übel genommen wird. Oder dass halt Frauen in Beziehungen so den Löwenanteil von Reproduktions- oder Beziehungsarbeit leisten. Oder dass heterosexueller Sex für Frauen halt immer noch relativ befriedigend ist. Gerade mal 75% aller Frauen in Hetero-Beziehungen haben regelmäßig beim Sex Orgasmen. Ja. Auch konstatiert Rolf Pohl in seinen Thesen zur Krise der Männlichkeit, dass der aggressive männliche Sexualtrieb mit Selbsterhaltung gleichgesetzt wird und dass der Hass, der sich gegenüber dem vermeintlich anderen artikuliert, als Entwicklung auf die als fremd wahrgenommene Außenwelt verstanden werden muss. Nach Sigmund Freud befinden sich Hass und Liebe in einem dialektischen Verhältnis. Hass, der bei Incels im Eliminatorischen mündet, wird
gegenüber allem entwickelt, was dem Subjekt, also hier unserem Insta, mit Unlust droht oder ihm die Lust auch nur versagt. Freud, Triebe und Triebschicksale, Zitat. Das Ich hasst, verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlustempfindung werden, gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen bedeuten. Ja, man kann behaupten, dass die richtigen Vorbilder für die Hassrelation nicht aus dem Sexualleben, sondern aus dem Ring des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung spannen. On the point is, bei Incels ist die komplette Lebenswelt von Sex bestimmt und für sie ist die Bestätigung ihrer Identität und Behauptung darüber konstituiert, dass sie halt keinen Sex haben. Also sie ermitteln gegenüber Frauen Zerstörungsabsichten, da sie halt keinen Sex mit ihm haben und sie demzufolge so hart kränken. Der große Unterschied zwischen Incels und dem normalen Durchschnittstypen ist aber, genauso wie Männlichkeit in ihrer Konstruktion auf eine Abwertung des Weiblichen angewiesen ist, ist sie in ihrer Reproduktion auf Bestätigung durch das Nichtmännliche angewiesen. Der Mann muss von Frauen begehrt werden und diese erniedrigen und er muss sich über wenige Männliche erheben und diese erniedrigen, um halt so ein Chat zu sein, um halt so einer hegemonialen Männlichkeit zu entsprechen. Das ist Incels aber verwehrt. Weder können sie sich über weniger männliche Männer erheben, da sie halt in der Männlichkeitspyramide ganz unten sind, noch können sie weibliche Sexualität kontrollieren, da sie halt sich von Frauen permanent verhöhnt und herausgefordert fühlen. Und deswegen wird der Gewalt- und Terrorakt zur einzig möglichen Form der Triebabfuhr, da man seine Triebe, für die man halt Frauen verantwortlich macht, ja nicht im Sexualakt ausleben kann. Und den ganzen Tag frauenfeindliche Memes anzufertigen, ist halt keine adäquate Form der Triebsublimierung. So, was tun? Wir können nicht darauf hoffen, dass Incels zu faul und lethargisch sind, sich zu bewaffnen und ihre Incel-Rebellion zu starten. Es ist halt auch mitnichten so, als würden Incels den ganzen Tag nur depressiv am Rechner hocken, sondern sie tauschen sich aktiv darüber aus, wie man Frauen belästigt, ohne dabei erwischt zu werden. Sie erzählen einander, wie man betrunkene Frauen vergewaltigt in ihren Foren oder wie man halt zum Beispiel in der Bahn oder in der Supermarktkasse den irrigierten Penis an Frauen gerieben hat. Oder man sagt halt so, ey, hier, ich habe eine Highschool in der Nähe. Ich möchte die Schülerin irgendwie mit Alkohol und Drogen dazu motivieren, zu mir zu kommen und dann vergewaltige ich sie. Es gibt auch dieses sogenannte Chatfishing. Incels geben sich auf Dating-Apps als attraktive Typen aus, schreiben mit Frauen, fragen die nach Nacktbildern und erpressen die Frauen dann mit deren Veröffentlichung. Incels sind halt mitnichten irgendwie Einzeltäter oder harmlose Nerds. Nein, ihr komplettes Denken und Handeln ist auf den Krieg gegen Frauen ausgerichtet. Das Ding ist halt auch, der Ausweg aus der Szene ist super, super schwierig. Incels behaupten gerne, dass ihre Foren Selbsthilfegruppen seien, aber das stimmt nicht. Es sind auf kollektivem Selbstmitleid und Frauenhass basierende Kulte. Wenn dann Mitglieder ihr Leiden unter der Blackpill-Ideologie erklären oder den Wunsch nach dem Ausstieg artikulieren, wird ihnen eins angeraten, to lay down and rot, also sich weiter im Elend zu suhlen und, oder halt der Selbstmord. Jeder Incel, der es schafft auszusteigen, stellt nämlich einen Bruch mit der eigenen totalitären Ideologie dar. Die Möglichkeit des Ausweges muss aktiv unterbunden werden. Der Einzelne muss im Kollektiv der Ungefickten aufgehen. Und naja, es ist halt so, Misogynie, Sexlosigkeit und Selbsthass sind die identitätsstiftenden Merkmale von Incels. Und das Ding ist, dass Incels halt nichts mehr bleibt, außerdem, sie haben nur noch diese Identität von Selbst- und Frauenhass und halt ihr toxisches Online-Kollektiv. Und da ist ein Ausstieg ungleich schwerer. Die Incel-Community wird gerne mit so einem Eimer voller Krabben verglichen. Und das besagt, wenn du einen Haufen Krabben in einem Eimer hast, wird jede, die versucht rauszuklettern, von den anderen wieder runtergezogen. Also es darf halt nicht sein, dass da jemand rauskommt. Und das ist super, super, super sad. Hinzu kommt halt auch, dass viele Männer im Spätkapitalismus im Allgemeinen und unsere Incels im Besonderen nicht nur permanent von außen durch Frauen oder Chats gekränkt werden, sondern ihre Selbstinszenierung als abgehängte Versager in einer Kränkung durch den eigenen Narzissmus sich artikuliert. Incels halten sich permanent vor Augen, keine Chats zu sein und deswegen haben sie es eigentlich schon von Grund auf vergeigt. Allerdings führt das nicht dazu, dass Incels zu dem Schluss kommen, dass diese patriarchalen, toxischen Männlichkeitsbilder Männern selber einen massiven Schaden zufügen und
man sie deswegen doch vielleicht mal von Grund auf hinterfragen sollte, sondern nein, sie sind nicht in der Lage, diesen Schritt der Emanzipation von patriarchalen Geschlechtervorstellungen zu gehen. Sondern es ist vielmehr so wie, ich beschreibe das mit einem Sohn, der von seinem Vater vom Essenstisch verstoßen wird, aber anstatt zu rebellieren, sehnt er sich danach, wieder aufgenommen zu werden. Also, naja, Insel scheitern halt daran, dem narzisstischen Idealbild Chad zu entsprechen. Sie richten sich permanent zu, kein Chad zu sein. Aber gleichzeitig bestätigen sie sich untereinander, die einzig wahren Erleuchteten zu sein, die es halt verdient hätten, einen wegzustecken, weil es ihnen zusteht, um Gottes Himmel nochmal, um Gottes Willen nochmal. Sie sind also permanent hin und her gerissen zwischen der narzisstischen Kränkung durch sich selber, durch die Fremdgruppe, also Frauen, als auch durch die eigenen Incels, die ihnen halt aber auch immer sagen, so, du bist Untermenschenabschaum. Und Incels leben also in einer permanenten Auswegslosigkeit. Es gibt keinen Moment der Ermächtigung oder des Positiven, ist halt auch nicht verwunderlich, dass die einzigen Auswege totalitär sind, nämlich Selbstmord oder der Terrorakt. Und oft gleichen dann die Lösungshilfe von außen der neoliberalen Selbsthilfe. Arbeite an dir selber, such Therapie, lerne dich selbst zu lieben. Das Ganze verkennt aber, dass es sich bei dem Incel-Ideologie um einen Kult handelt, der den Ausstieg unmöglich macht, da die komplette Weltsicht von Incels super totalitär ist und die Lage aus unausweichlich zeichnet. Eine rationale Argumentation kann dieses Denken nicht penetrieren. Und also jedes Argument, was man ihnen bringt, wird dann sofort als, naja, du bist halt auch irgendwie vom kalten Marxismus zugerichtet gewertet oder du bist halt ein Kack, du hast halt so Coping-Mechanismen entwickelt. Und es ist halt auch so, dass Incels in unserer repressiv entsublimierten Gesellschaft halt schon auch irgendwie eine Bestätigung ihrer Ideologie erfahren. Von allen, das ist ein Begriff von Marcuse, da komme ich gleich, also den erkläre ich gleich. Von allen Seiten wird man nämlich damit konfrontiert, dass Sex und Attraktivität verdammt erstrebenswert sind und dass man ein Versager ist, wenn man diesen Vorstellungen nicht entspricht. Unsere Gesellschaft lebt ja halt auch davon, dass wir, es zeichnet uns halt auch aus, dass man halt in der Gesellschaft permanent von Bildern von Sex, von attraktiven Menschen zu bombardiert wird. Dass man oversexed und underfucked ist. Und das bestätigt ja halt auch, also das bestätigt Incels ja auch in ihrem Denken. Wie geht man damit um? Ich selber kann mir nämlich lediglich präventive Hilfe vorstellen. Wir müssen das Internet als Rekrutierungs- und Propagandamittel für Gruppierungen wie Incels oder halt auch Rechtsterroristen ernst nehmen und dort mit direkter Aufklärung oder auch konsequenten Verboten von Incel-Seiten beginnen. Wir müssen von Jungen von klein auf vermitteln, dass sie keinen Anspruch auf Dinge oder Menschen haben, nur weil sie Jungen sind. Und dass das Etablieren einer Identität auch ohne die Abwertung von Weiblichkeit funktionieren kann. Ich selber halte kritische Jungenarbeit für eine der wichtigsten pädagogischen Aufgaben unserer Zeit. Und letztendlich, da die männliche Herrschaft nun einmal in diesen Verhältnissen angelegt ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Verhältnissen selbst ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Manchmal schaffen es Incels aber doch, diesem Sumpf zu entkommen und deswegen zum Schluss noch etwas Tröstliches. Der Poster von diesem 4chan-Textpost beschreibt ein Leben als drogenabhängiger Incel, der dann von seinem Onkel ein paar Zierschrimps geschenkt bekommt und die dann halt sterben lässt, weil er sich nicht um sie kümmert und das führt zu einem radikalen Bruch. Er beginnt plötzlich, sich für diese kleinen Tiere verantwortlich zu fühlen und intensiv sich mit der Aufzucht von Shrimps zu beschäftigen. Sein Leben erhält mit einem Mal einen anderen Zweck als das Suhlen in Online-Foren. Er kümmert sich um die Uni, weil er einen Job haben möchte, um halt seinen Shrimps ein besseres Aquarium kaufen zu können und wird halt nicht mehr aus der Uni fliegen. Seine Eltern sind stolz auf ihn, weil er halt plötzlich ein Hobby und eine Beschäftigung hat und gut an der Uni ist. Seine Mutter macht ihm zum Geburtstag einen Kuchen, der aussieht wie ein Shrimp. Und seine Mitschülerinnen, also seine Kommilitonen und Kommilitonen, fangen an mit ihm zu reden und fragen, ob sie diese Shrimps sehen dürfen. Und auch seine Befürchtung, oh Gott, sie halten mich für einen Trottel, lösen sich in Luft auf, weil seine Kommilitonen zeigen sich begeistert, er beginnt Freundschaften zu schließen und erhält zum ersten Mal Komplimente von Frauen, die ihm sagen, dass er witzig und klug ist. Wir schaffen es, Jungs. Selbst wenn du es nicht für dich selber tun kannst, tu es für die Tiere, die von dir abhängig sind. Kurz,
Er hat es geschafft, sich aus dem Eimer voller Krabben herauszuziehen. Und ich möchte damit nicht sagen, es ausreicht, jedem Insel so ein paar Schrimps zu schenken. Aber dass es Mittel und Wege gibt, diesem Sumpf zu entkommen. Und das gibt mir zumindest Hoffnung. Vielen Dank.